Meisterschaft hier in Tornisch. Wir sind angekommen beim Finale. Und es könnte nicht früher losgehen, finde ich. Ich freue mich riesig. Mensch, hier haben wir die Darmstadt Athenas gegen die Rhinos Bonn. Ich bin Philipp Stolz und... Ich bin Sarah Kempf. Ach, Sarah, ich freue mich immer an der Seite zu sitzen. Jetzt haben wir so ein richtig schönes Schmankerl vor uns. Wir haben euch gerade davor zeigen können, wie Darmstadt und die Rhinos sich gut verstehen. Die machen sich schon zusammen warm, die chatten schon zusammen. Die Teams kennen sich, die Teams schätzen sich und jetzt werden sie genau antreten, um hier den Platz 1 der DQM 2019 auszutragen. Und die Teams haben sich heute sogar schon getroffen, einmal im Livestream. Wer wüsste das besser als du, Sarah? Ja, was ein Zufall. Jetzt ist die große Frage. Schaffen die Rhinos diese Revanche auszunutzen? Also ich muss sagen, das wird wahrscheinlich ein ganz, ganz anderes Spiel. Die Rhinos sind da ein bisschen mit dem Schonungsgedanken reingegangen. Ich denke, das hat man auf jeden Fall erkannt. Und jetzt sind natürlich sämtliche Samthandschuhe weggeschmissen, in irgendeine Box gepackt und auf den Kerchspeicher verpackt. Jetzt geht Darmstadt Dosenbier gegen die Rhinos Bonn hier richtig zur Sache. Und ich persönlich weiß gar nicht, auf wen ich da setzen würde. Ich würde fast auf die Rhinos setzen, ehrlich gesagt. Ein bold statement. Die wollen ihren Titel zurück. Auf jeden Fall, ja, das stimmt natürlich. Die wollen ihren Titel zurück. Die waren da sehr stolz drauf. Ja, und das waren sie auch zu Recht. Und es wäre nicht unfassbar, wenn das geschehen würde. Die Darmstädter, um mal das zu resümieren, die sind in dieses Turnier mit einer Menge bekannter Gesichter, aber eben von früher gekommen. Und das hat ihnen sehr gut getan. Ich denke an Christian Plesker, Jadena Bechtler, Sabrina Hönig ist da, ein Patrick van Halem. Ich könnte immer weitermachen. Da sind viele alte Leute da, die sich freuen, auf dem Pitch zu stehen. Und das hat zu richtig alter Kraft geholfen. Und die Rhinos Bonn, die fiebern da entgegen, ne? Auf jeden Fall. Ich meine, der Weg zum Finale, da hat Rhinos kurzen, haben die Rhinos kurzen Prozess gemacht, Heidelberg vernichtend geschlagen, haben sich da auch ein bisschen die Kräfte schonen können. Ich würde sagen, die Rhinos sind ein bisschen fitter. Ansonsten müsste man natürlich schauen, das ist immer ein bisschen schwierig, das Finale. Es kommt auf alles an. Es ist aber auch das letzte Spiel dieses langen, langen Turnieres. Oh ja. Tornisch hat uns alles gegeben, was es zu bieten gibt. Es gab Wind, es gab Regen, es gab strahlenden Sonnenschein. Und jetzt hier am Schluss ein bisschen bewölkt. Aber das ist gut. Ja, das ist gut. Die Temperaturen sind völlig in Ordnung. Es ist fast windstill. Beste Voraussetzung auch für gerade Pässe, die wirklich alles treffen. Ja. Und auch für so ein paar riskante Moves, ja, die man jetzt mal ausprobieren könnte. Ja, ich bin einfach unglaublich gespannt, wie jetzt hier wirklich der Kampf der Titanen losgehen wird. Beating Game, Plesker, Wetterich, Hönig, Fischer gegen Bürgers, Chung und Konsorten. Mörte Müller natürlich auch zu nennen. Das wird richtig krass. Ja. Wie kannst du? Ja gut, der ist natürlich... Er ist natürlich immer zu beachten, jetzt hier mal ein Face-Off dieser beiden Mannschaften. Ich frage mich ja wirklich, wenn es heute Abend ans Trinken geht, Hüfte. Ah. Hüfte und Nase. Also Hüfte. Daran sieht man doch wieder, dass sie doch einige Leute auch aus der Nationalmannschaft haben. Ja, vielleicht zwei oder drei, ja. Es mögen auch vier sein. Und vielleicht auch einen Trainer dazwischendurch mal drin haben. Ja, der aber jetzt mit einer Armschlaufe durch die Gegend läuft. Man sagt es immer wieder vor jedem Turnier, bitte verletzt euch nicht. Und ich hasse es, Steffen, dir das zu sagen, aber ich bin froh, dass es dich getroffen hat und keinen der Nationalspieler. Nicht böse gemeint. Lieber Bundesbums, nimmst du mir nicht übel. Liebe Grüße gehen raus. Aber das wird natürlich auch richtig. Darmstadt verteidigt natürlich seinen Titel. Die haben sich letztes Jahr endlich diesen deutschen Meisterschaftstitel geholt. Und jetzt eine Verbeugung. Niemand kann sagen, dass Quillspieler keine Etikette haben. Das ist ja wohl höchste Schule. Knigge wäre stolz das auf stimmt. euch. Sehr viel höflicher geht es nicht mehr. Also ich war schon auf Tanzbällen, die nicht ganz so viel Manieren und Etikette gezeigt haben wie das hier. Aber ich liebe diese kleinen Rituale am Anfang. Ja, ich will mehr davon. Ich will mehr davon. Hier auch sehr schön zu sehen, dass sie wirklich die Chants des jeweils anderen Teams mitsingen. Klar, ja. Und ich finde, es ist irgendwie schön. What is your profession? Darmstadt ist Dosenbier. Rhinos Ahu. Und das ist sehr unterschiedlich, aber diese Teams sind eigentlich vom Spirit her nicht unterschiedlich. Das sind tolle Männer und Frauen, die da auf dem Pitch stehen. Ich freue mich schon heute Abend auf das Social. Ich möchte jeden Einzelnen davon knuddeln und herzen.
Während sie sich jetzt wahrscheinlich in ganz anderer Weise knuddeln und herzen werden, nämlich mit Bludgern, mit Tackles, mit Passspiel, mit Drives. Und darauf geiere ich jetzt schon ein bisschen, Sarah. Muss ich ja sagen. Das war vorhin schon sehr geil. Ja. Und ich glaube, das wird jetzt nur noch besser. Ja. Gucken wir uns mal hier um, von links nach rechts. Die Menge hat sich eingefunden, ein schnuckliges Plätzchen zurechtgemacht. Die meisten sitzen. Ich wundere mich nicht nach 8 bis 9 Spielen oder in diesem Fall hier das 10. Wäre ich auch extrem müde. Ich bin froh, dass ich mit dir auf einer Bank sitzen darf. Ja, die Bank ist super. So. Und wir haben unser Ref-Team auch dabei. Genau. Niklas Müller. Unser Head-Ref. Von Jawohl. So, Sarah, halt mich fest. Es geht los. Halte meine Hand. Und los geht's. Boah, da geht sofort die Explosion von Harun Oma los. Der ist als erster am Quaffel. Quaffel bei Darmstadt. Haben sie sofort zurückgeholt. So, Ball auf Bleska. Den sieht man jetzt mal mit dem grünen Headband. Experten streiten sich ja noch, ob seine besonderen Fähigkeiten am Ball, seine unrühmliche Verletzungstheorie oder seine polarisierende Meinungsbeträge diesen Mann so bekannt gemacht haben. Schöner Versuch von Darmstadt. Gesichert. Darmstadt hat ein Problem, sie haben gerade keine Bieter. Und Harun Oma ist unfassbar schnell und wendig. Guck mal, der macht einen Zigzag durch die Defense. Passt zu einer Große. Mann, yes. Ein Bilderbuchtor. Immer guckt es an, der schlängelt sich da durch und dann ist Hannah da. Und Hannah läuft sich frei. Ja. Die steht immer alleine da. Ich hab's noch nie verhehlt. Ich bin großer Fan von Hannah als Chaserin. Ich bin richtig froh, dass sie in Bamberg am Start sein wird und Team Deutschland aushelfen wird. Helfen wird, auf die höheren Plätze zu kommen. Garantiert. Auf ich freue mich jeden Fall. So, Philipp Witterich sieht was auf Leon. Schönes Beater-Game. Bleska zieht rein. Wird geblockt. Blockt. Gute Verteidigung. Schöne Defense. Beater machen weiter. Und das geht schnell. Keine Bieter. B. Irgers macht diesen Call. Harun Omar sieht das. Alle haben sich freigelaufen. Darmstadt fehlt gerade die Deckung so ein bisschen. Ja. Und Bonn nutzt das natürlich. Alles klar. Die Bonner ein bisschen wach in den ersten Sekunden. 20:0. So. Auch ein Stückchen koordinierter schon. Ja, das ist ja, sie haben natürlich Vorteile. Sie sind natürlich immer dann in eine Defense reingerannt, die nicht ganz gefestigt war. Ich würde erstmal abwarten, wie die Defense von Darmstadt steht, wenn die erstmal Zeit haben, sich zu positionieren. Haarlem läuft hinter den Hoops, sich bereit. So, Wetterich also, verfehlt leider. Chung nicht. Gut verteidigt. Zippel, man kann schnell machen. Quaffel ohne Bludger bei Bonn. Aber er möchte nicht durch. War das ein das? Oh, Bechtel stark! Oh, das war ein Fehler. Ich muss sagen, das klang gerade so ein bisschen wie ein neues Adjektiv. Bechtel stark. Ich glaube, ich benutze das jetzt, was ich meinte, war das ja der Bechtel. Schön den Ball aus Hanna Großes Händen rausgerissen hat. Bechtel stark von ihr. Das war schön gemacht. Dafür subbt sie jetzt aber raus. Reinkommt Nadine Ziranek, Assistenz Bundesbums, Powerfrau und Freundin des gepflegten Verdauungshumors. Auch eine Chaserin, auf die man immer aufpassen muss. Ja, seit Jahren dabei. Koryphäe in ganz Deutschland. Jeder kennt sie, jeder schätzt sie. Pleska will jetzt versuchen, sie zu finden. Fährschuss. Wow! Mann. Gerade wie ein Strich. Das ist ein wunderschöner Wurf gewesen. Junge, für diesen Wurf müsste ich mich ungefähr 5 Monate lang mit einer Hantel in einem Raum einschließen. Junge. Wer weiß, was die Darmstädter machen. Wenn es irgendjemand macht, dann ist es Pleska, der Mann mit der schnieken Haube auf dem Kopf. Und dem grünen Headband. Das war wichtig, 10:20. Alles drin. Und die Darmstädter werden wach. Zippelmann muss jetzt das Ding... Oh, das ist wunderbar gemacht. Okay. Und Darmstadt hat den Ball. Er ist ein bisschen schwieriger, wenn Darmstadt da bereitsteht. Ja. Da braucht Bonn noch ein Mittel. Und jetzt hat Darmstadt auch endlich Bludger-Kontrolle. Ja, absolut. Jetzt geht es wahrscheinlich ein bisschen offensiver, würde ich fast tippen. So, jetzt mit dem Klatscher in der Hand ist Sabrina Hönig. Wer die nicht kennt, also ich muss sagen, der kennt Quidditch in Deutschland nicht. Der hat es wohl verpennt. Die Bonner Bieter versuchen zu stören. Bisher viel über Pleska in der Offense. Pass lang. Haarlem hat noch den Ball, passt ihn auf Ziranek. Drüber. Und drüber, vorbei. Gut, aber das war gefährlicher, als es von rechts sein kann. Ja, und das war auch schön gespielt von Darmstadt. Also der letzte ging leider drüber, aber davor... Immer schön freigestanden. Also ich muss sagen, Sarah, ich bereue es nicht, dass wir diese beiden Teams hier haben. Das ist super Niveau. 5 Minuten 40 circa gespielt, 10:20. So. Alles offen.
Ballball-Troll. Ja. Und auch er versucht einen Longshot. Nein, da steht Zimmermann. Ah, nee, da hinten in der Ecke noch jetzt. Oh, schöner Beat von Bürgers, oh, der schratzt am Ziel vorbei. Wieder zu Troll. Und wieder ein langer, diese langen Pässe. Die kannst du niemals abfangen. Das ist richtig clever. Die spielen da, sag ich mal, in so einer Box um die Defense herum. Bürgers fischt wetterig ab. Jetzt kann es schnell gehen. Elster kann durch. Oder? Er wird aufgehalten. Und Zimpelmann versucht wieder durchzukommen. Keine Bieter. Das ist sau schlau gemacht von den Bietern. Und bam. Ein wunderschönes Tor. Punyagi. Ein wunderschönes Julia Tor. Julia war das. Ja. Mit beiden Händen gefangen. Das ist sehr wichtig, ne? Das ist sehr wichtig. Das ist so wichtig. So kriegt man seine Tore. Okay, 5 Minutes. Das heißt, hier auf dem Screen haben wir ungefähr 1 Minute 40 bei der Game Time. Zu weit, nur dass ihr daheim an den Bildschirmen Bescheid wisst. Hier von... Keine Bieter, okay. Boah. Elster kann es jetzt schnell machen. Genau, wunderschön den Quaffel zurückgeholt. Boah, aber da ist Marius dran. Ein schöner Tickel. Oh, Triple Clutch of Supremacy. Aber Triple BS. Und ein Tor dabei. So, liebe Leute, jetzt schaut mal, was da in der Keeper-Zone der Bonner gleich liegt. Da liegen zwei Klatscher auf dem Boden. Jan hat schon gesehen im Besitz des Drittens. Und jetzt müssen die Bieter von Darmstadt da koordiniert zusammen hin, um auch nur einen zu kriegen. Das ist die sogenannte Triple BS, geprägt in Bonn, jetzt angewandt auf Darmstadt. Und seit den neuesten Regeln auch super schwer zu erhalten. Richtig schön. Ja, da müssen sie jetzt eigentlich, im Prinzip müssen sie hoffen, dass sie da zu zweit rangehen können. Sie wollen es aber einfach mal ohne probieren. Okay. Oh, da kommt ein gezielter Beat. Da muss man wirklich aufpassen bei ihm. Ja, ja, der sitzt einfach gerade wie ein Strich. Da sitzt er. Das geht ein bisschen langsam. Eigentlich haben sie hier alle Möglichkeiten. Wetterich steht hinten. Da hat die Bieterin. Sie haben auch BS eigentlich. Aber sie picken die Darmstädter Bieter noch nicht raus. Boah, guck dir das an, ey. Junge, Junge, die Nummer 89, Marius. Stürmer. Viel zu lange in der Ferne kehrt dieser große Mann wieder zurück in den Schoß seiner Quidditch-Familie. Jetzt Haarlem genauso. Nummer 9. Ach, schön freigelaufen. Was war das denn für ein Hechtsprung? Wunderschöne Aktion. Mein Mund steht einfach nur offen. Zu hoch. Oh. Haarlem ist da. Minimals und. Aber er spielt gegen Splatscherkontrolle. Ja, Wetterich hat es signalisiert. Das kann notfalls auch gehen, mein Bester. Ein Mann wie ein Schrank, Patrick von Haarlem. Mit der Beweglichkeit einer Katze. Zurück im deutschen Quidditch. Hat einen kurzen Aufenthalt im Rugby gemacht, aber hier ist er wieder und ich bin froh, dass er da ist. So. Und man sieht, warum die 99 wirklich auch Teil des Nationalteams ist. Ja. Sie bietet alle raus. Und da hat aber auch Darmstadt schnell gerettet. So, Pleska kann es eigentlich durchziehen. Merkt ihr das? Das? Merkt ihr das? Oh, und ein gezielter Beat von Bürgers. Und einfach den anderen Beater weggespottet. So, Hanna Große kann durchziehen. Linke Seite, das ist nur Pleska. Bürger hat sehr sie? Viel schön... versucht. Und zu Ende gebracht. Sehr schön. Von das der Nummer 7. Ja, das war ein starkes Tackle von Pleska. Aber guck mal, Hanna Große steht einfach auf. Die macht das weiter. Ist die ist so stark. Ja, wechselt gleich kurz aus. Aber das war super stark. So, 10:50. Das wird wahrscheinlich das Timeout für Darmstadt. Das brauchen sie gerade ein bisschen. Offensiv läuft da nicht ganz so viel zusammen. Reiners spielt das unfassbar souverän runter. Leander Troll gerade eben mit dem Tor. Ich habe ihm, ich habe da mit Toni so einen kleinen Podcast am Laufen. Sarah, da habe ich ihn als den härtesten Pumperpunkt Deutschlands bezeichnet und das würde ich auf jeden Fall nochmal unterschreiben, wenn ich das hier gerade sehe. Dieser Hechtsprung gerade. Schön, noch die Rolle dazu. Ne? Oh. Okay, Darmstadt. Ja. Darmstadt muss gucken, dass sie ihre Angriffe wirklich durchziehen. Und zwar gezielt durch die Ringe und nicht auf die Ringe drauf. Ja, was, aber das machst du mal ganz so einfach, wenn da hinten die Blutcher Control fast durchgängig in Reinos Hand ist. Und die machen das halt sehr überlegt, riskieren da vorne wiederum recht wenig. Und Darmstadt läuft halt zwei, drei Mal eben in so eine Situation rein, wo ihre Defense einfach nicht steht, weil es zu schnell geht. Weil auch die Aggressivität im Umschaltspiel von Bonn fantastisch ist. Die holen dich da so im mittleren Drittel einfach ab und dann ist das ganz schnell und ganz schwierig für die Darmstädter. Die Bonner sind auch sehr schnell beim Pressing ganz vorne dabei. Ja. Sogar wirklich noch ein bisschen mehr als die Darmstädter auch. Ja, ich meine, die geilen da drauf. Das ist das Spiel, was sie da in der Verteidigung spielen wollen und bisher klappt es recht gut. So. Es geht weiter, Timeout ist vorbei. Junge, Junge, so ein Spiel nach zwei Tagen Quidditch. Nach 9 Spielen, das ist jetzt, glaube ich, das 10. für beide Beteiligten.
neues Turniersystem hat neue Herausforderungen gezeigt. Diese Mannschaften haben es jetzt hier vor sich. Das könnte heute auch einfach ein Spiel der Ausdauer werden. Ja. Wer hat die meiste Ausdauer? Ein langer Pass. Oh! Mann. In 9 von 10 Fällen fängt er den. Wirklich, wirklich. Das ist auch wirklich etwas von Darmstadt, dass sie sich darauf verlassen können, dass sie große Spieler und Spielerinnen sind. Guck dir das mal an. Ich meine, Patrick van Halen, der ist doch bestimmt 1,95, oder? Mindestens. Tim van der Sande, genauso groß. Marius Deutsche, der ist vielleicht 4 cm oder 2 cm kleiner. Ich will es gar nicht wissen. Da ist ein ganzer Kopf über mir. Bonner hingegen ein bisschen kleiner, aber hier kommt eben der kleine, aber wendige Harun Omar. Und gesaved. Wunderschöne Keeper-Aktion. Keine Bieter gerade. Pleska läuft durch. Ein letzter Bieter und ein wunderschönes Tor. Ja, Motte Müller, da war sie einen Ticken zu langsam. Oder halt eben Christian Pleska einen Ticken zu schnell. Und solche Drives, das darfst du den Darmstädtern nicht zulassen. Eben, aber das ist jetzt das eben genau das, was eben Bonn mit der Darmstädter gemacht haben. Schnelles Umschaltspiel. Genau. Und jetzt hat Darmstadt das mal mit gleicher Münze zurückbezahlt. Und es funktioniert. Sehr gut. Darmstadt kann aber auch schnell sprinten. Ich meine, das ist auch gar nicht dumm. Ich meine, das sind zwei so gestandene Teams, die sind einfach erfahren. In der gestandenen Defense, wenn die sich einstellen kann auf ihr Spiel, das sie spielen wollen, dann ist es immens viel schwieriger, die zu zwingen. Und deswegen sehen wir hier ganz viele Countertore in diesem Final. Genau. Und gut geblockt. Ah, noch schnell vorbei. Nein, nicht gut, nicht gut. Alles, du darfst sagen, nein, das Spiel noch weiter. Es geht weiter. Und der Quaffel ist über die Linie. Ja. Illegal Reset, da hat Leonard Troll jemanden gesehen, aber der war auf Broom. Ah. Stark verteidigt. Das ist jetzt natürlich keine Blatscher. Keine Blatscher. Naja, aber da ist Leon Bürgers und er zielt schon auf Patrick von Halle. Und Patrick weiß das. Es gibt gewisse Bieter, da versucht man weniger. Ist so. Jetzt kommt erstmal die 1-3-Defense von Bonn. Nadine Zierer-Gang hat gerade noch ein Lächeln auf dem Lippen. Das ist so unfassbar fantastisch. Wann lächelt sie denn nicht mehr? Eben seit 2014 mit Herz und Lächeln dabei. Oh, schön beide. Oh. Da machen sich diese 3 bis 5 Zentimeter mehr Körpergröße bemerkbar. Ich hätte gerne nur 5% von dem Skill von Halem. Nur 5%. Oh, das war knapp. Zu hoch. Ah. Ich hätte gerne diese Sprintfähigkeit. Ja. So, hier Florian Hof muss den Sprint zurückersetzen. Gründer der Binger Bees, athletischer Troll und Sponsoring-Experte lese ich hier. Guter Transfer für das Team, den Verein und die ganzen besonderen Momente, die er da hervorbringt. Also, Nummer 94 für Darmstadt. Als Sponsoring-Experte kann er uns gerne auch noch ein paar Hinweise geben. Ja, wir haben ja ein paar Kröten hier verloren an einem Wochenende. So, Zippelmann hat Bock. Und. An die Ringe! Knapp vorbei! Und Keeperball. Gleich gesaved, aber das schnelle Reset. Ja, das war doppelt das knapp, ey. Wunderbar. Erstmal auf den rechten Hub an die Seite, dann mittendrin auf die mittleren Hoops. So, 20:60. Ungefähr 1:20 gespielt. 11:20, entschuldigt. So, Zierer an der linke Seite. Schön durch. Lukas Hinnick. Manche sagen, der ehemalige Captain der Athener sei so stumm wie das Haar in seinem Nachnamen, aber der kann schon mal aufdrehen. Oh. Nutzt. Oh, gut geblockt, aber wieder zurückgeholt. Zufall gebracht. Jetzt ist frei. Ja, das Ding ist drin. Und da geht der Harun durch. Das ist Haruns Stärke. Wenn er nicht gerade Hackenschlagen schlägt. Ich weiß noch, als vor 2 Jahren war das, glaube ich, als Harun das erste Mal auf dem Spiel verstand. Der Nil von Jahr zu Jahr besser. Den Mann, den braucht man einfach das häufiger irgendwie mal zu sehen. Der braucht ein bisschen mehr Respekt. Der geht viel zu sehr unter dem Radar durch. Den sollte man genauso kennen wie einen Simpelmann, wie einen van Halen. Der ist aber auch so schnell und wendig. Der läuft durch jede Verteidigung. Ist so. So, Zieranek zögert gegen die Bürgers und das kann ich hier nicht verdenken. Wird aber auch verteidigt von ihren Bietern. Aber da war sie alleine. Schön gesaved. Ja. Nehmt nur fast das Reset, Darmstadt. Nehmt lieber das Reset. 55 mit einer schönen Aktion. Ach, ärgerlich. Guck mal, wie Jana Chung und Leon Bürgers hier die Defense forcieren. Das ist unglaublich. So viel Druck auf den Darmstädtern. Und jetzt. Oh, da hat ein Darmstädter noch gewartet an den Toren und hatte Hoffnung. So, jetzt haben aber die Klatscher, haben die Darmstädter 2 Klatscher. Oh ja. Harun als Keeper trägt den Ball vor. Jetzt, die Rheiners kriegen Zuspruch von der Menge. Und die Darmstädter gehen auch aggressiver jetzt ran. Halen raus. Sie sind wach. Schöner langer Pass. Zippelmann ist da. Und aufgehalten. Ich liebe solche Interceptions. Oh!
Niemals gut. Der war nicht ever beat before. Was Junge. Ein langer Beat. Wie trifft man diese Beats? Ah, oh, mit Herz. Entschuldigt, liebe Leute, wenn ich hier ein bisschen zu laut ins Mikro rede, aber das ist so fantastisch, die Szene gerade von beiden. Harlem mit der Klasse Interception und da kommt wie ein Strich von links nach rechts in meinem Blinkfeld dieser Beat. So, Hannah Große verliert die Balance. Aber... ich nehme an, der Ball wird jetzt wieder in Darmstädter Besitz kommen, weil die Boundary übertreten wurde. Nein? Nee, der Headref entscheidet sich dagegen. Alles klar. Das hat ein Assistant Ref zwar gesehen, aber... ja, Marco Ziegaus, da hat er auch recht, aber Niklas Mill meint, da wurde weitergespielt, dann passt das auch. Okay. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Wenn Niklas Mill das sagt, dann geht ziemlich vieles. Stimmt. Da geht vieles. Wieder eine wunderschöne Box. Diese Pässe. Ja, Maris ist ein Tick spät, das ist natürlich schwierig bei Zippelmann. Jetzt Harlem Willis. Willis und mit Beat Support, aber da kommt der lange Pass. Clever gemacht von Bürgers. Mann. Hält da mit seinem Blatt den Quaffel noch im Spielfeld. Und nicht durch. Aber jetzt dürfte er, jetzt ist er raus. Nee. Wurde erwischt. War noch gerade so drin. Ich glaube, die Bonner sind seit 2 Minuten in Quaffelbesitz. Ja, kommt hin. Da war jetzt keine Anspielstation mehr. So, das war eine verdammt gute Defense von Darmstadt. So muss es sein. Aber jetzt brauchen sie was in der Offense. Sie müssen in der Offense irgendwie ein bisschen mehr Druck erzeugen. Vielleicht mit der Klatsche muss es jetzt eigentlich mal funktionieren. Sie haben natürlich das Problem, dass sie nicht so einfach die Bonner da rausziehen können. Aber Quaffel behalten, sehr schön. Bechtler hat keine Anspielstation, leider. Sie muss es alleine versuchen. Turtelt jetzt. Keine. Oh, und da sind die Bonner Beater. Das lassen sie sich nicht entgehen. Da kam der Drive-Versuch von Harlem, aber eben auch die Hand hoch von Christian Zippelmann. Bechtel dann mit dem Versuch, dann noch irgendwas draus zu bewerten, aber da haben ja einfach die Option gefehlt und rund um sie herum waren viele Rhinos. Geht einfacher. Die Rhinos haben ihre Beater ausgewechselt, ein neues Beater-Pärchen. So, Troll. Die Nummer 12 und die Nummer 5. Ich höre Ratatouille. Ratatouille heißt kreuzen. Nicht unbedingt mit Übergabe. Ah, okay. Hier nicht geschehen, hier macht Elster das Ding. Einfach direkt durch. Was sehr interessant ist bei den Bonnern, sie scheinen gerne andere Teams zu gründen. Ja, wenn du genug Leute hast und engagierte Leute hast, dann machst du das immer gerne. Und ein geblockt vom Keeper. Das war gesaved. Der Keeper ist hinter ihm, er sieht ihn. Jetzt hat er ihn. Stark gemacht. Leander, oder war das Leander, der sich da drauf geworfen hat? Ja, das müsste Leander gewesen sein. War das vielleicht die Nummer 3? Muss ich mal gucken. Ildiib. Ich glaube, es war nämlich Ildiib. Hat einen guten Riecher bewiesen mit vollem Körpereinsatz. Wirft sich drauf. Jetzt auf der rechten Seite. Passt nach hinten, wird aber unterfangen. Vom Pass. Darmstadt. Keine Bieter. Er kann durch. Es stehen ihm auch relativ wenige entgegen. Und eine Anspielstation. Bockstark. Wichtig, dass Florian Hof da mitgelaufen ist. Und so macht man Tore. 70-30. Wunderbar. Junge. Mittlerweile Stenzel und Müller als Beater Pair für die Bonner auf dem Feld. Troll wird angegangen von Hof. Hält sich gut. Wurde gebietet, aber da ist so... Und das war ein Reset. Da war keine Anspielstation für Troll. Stark gemacht, das war Wetterichs. Das ist Wetterichs Turnover. Wenn wir Statistiken führen würden, da würde ich jetzt einen Strich machen. Dass er den jetzt sieht? Ja, genau. Eins mehr. Er hat das Glück, wenn sein Beater mit ihm mitläuft, dass er sogar fast geschützt wäre. Aber sie entscheiden sich erstmal zum Pass. Sie haben wieder Blatscherkontrolle. Ja. Darmstadt könnte wieder aggressiver drangehen. Und da hinten macht sich Vincent Fröhlich bereit. Rechts von dem Christian Zippelmann. Links von mir die Ziranek posen ist noch für ein Foto. Das will ich nachher bitte haben. Auf Facebook verlinken. Dankeschön. Harlem. Hohe Bogenlampe, Hof, ein bisschen zu hoch. Ein bisschen zu hoch.
Die Darmstädter Bieter waren auch gerade sehr darauf bedacht, ihre Blatscherkontrolle zu behalten. Ja, es geht jetzt hier an den Schnatz und da ist mir ein Klatscher in der Hand ein bisschen lieber. Sie sind aber noch außerhalb der Range. Ja. Sie müssen mindestens ein Tor machen. Ansonsten wird Vincent wahrscheinlich mindestens einen Sieger als Verstärkung kriegen. Ja, ja. Und zwar Nadine Ziranek. Sie tritt natürlich gegen Zimpelmann an. Das ist schwierig. Ja, der Mann hat Skill. So, das Spiel wird ein bisschen ruhiger. Team Snitch und Chance. Was ihr da seht, da ruft da die Crowd. Team Snitch. Team Snitch hat immer die meisten Fans. Das ist so toll. Also ich muss sagen, wie gesagt, beim letzten Spiel war ich schon ein bisschen sauer. Das hätten wir auch ein paar Minuten früher beenden können. Aber David Heidmann, der lässt halt mal gern ein bisschen Zeit von der Uhr runtergehen, wenn er halt Schnatz auf dem Spielfeld ist. Und Vincent Fröhlich, der macht das, glaube ich, genauso gern. Der Mann mit dem gelb-blauen Jersey hier. Und links unten für euch zu sehen daheim. Vincent kann sehr gut die Handicaps ausspielen. Ja. So, Kinnick läuft auf der linken Seite. Ist das das entscheidende Tor? Deutschle. Halem. Und es ist drin. Rechtzeitig, rechtzeitig. Sie sind wieder in Range. Sie sind in Range. 40-70 und es konnte keine Sekunde zu früh geschehen. Und ich, jetzt, sie wechseln schnell den den Sucher? Nein, Ziranek bleibt. Sie will es probieren, das soll sie auch gerne tun. Ich glaube auch, ein Overtime schadet eins. Nicht. Und los geht's. Ziranek wird abgeholt. Zimpelmann hat ein paar Minuten. Zimpelmann ist alleine am Schnatz. Das ist gefährlich für Darmstadt. Das ist sehr gefährlich. Gucken wir es an. Versucht rechts vorbeizugehen. Nimmt die Hände weg von Fröhlich. Der kann ihn nicht an den Handgelenken fassen. Währenddessen passen sich die Bonner hier in der Offense ein bisschen den Ball von den Ecken zu. Lange Wege damit für die Darmstädter. Darmstadt will keine Overtime. Darmstadt will gewinnen. Mal gucken, wie sie das hier mit dem Schnitz vorlaufen. Gute Pass. Große kann nicht fangen. Marius. Kurz daneben. Stürmer. Im Besitz des Balles. Ich habe ihn vorher aus Versehen mal Deutschle genannt, das tut mir leid. Marius Stürmer natürlich, der Mann mit der Nummer 89 für Darmstadt. Die Nummer 25, Punyagi? Ja. Julia ist das. Schön hier am Pressen. Oder war eben gerade noch? So. Und Nadine wartet auf dieses erlösende Tor, dass sie endlich siegen kann. Oh, Jana Chung bringt hier Wetterich zu Fall. Fernwurf. Und Pleska drin. Tor ist da. Drin. Und Ziranek das macht sofort klar. Sie kommt jetzt gleich raus. Sobald sie rausgenommen wird, ja. So, ja. Jetzt muss Wird sie sich beeilen. Oh! Und Zimpelmann will diesen Schnatz. Fröhlich muss da jetzt alles reinstecken, dass er ihn von sich weghalten kann. Komm mal, wir gehen mal ein bisschen runter. Arm will weg. Oh! Oh, ganz knapp. Das hat er gespürt. Das hat er schon gespürt. Ich muss sagen, das macht Sinn, wenn man recht tut. Er lässt immer so ein bisschen Abstand, damit Vincent ihm nicht irgendwie die Handgelenke fesseln kann mit seinen Pranken. Dadurch kann er dann immer mit so ein bisschen Speed reingehen, hat die Hände frei, schlägt dann, versucht den Arm wegzuschlagen. Wir haben einen neuen Sucher. Pleska versucht durchzugehen. Geht durch. Und sie holen auf. Snitch on Pitch ist ihr Game. Die drei. So, LDI mit der Nummer 3. Jetzt der Sieger für die Bonner. Auf der anderen Seite sehe ich Thorsten, der sich für die Darmstädter bereit macht. Und sofort abgeworfen von Wetterich. Thorsten geht dran. Bonn und der ist auch flink wie sonst was. Also liebe Leute, wenn das jetzt ein bisschen durcheinander geht, dann sorry, hier passieren viele Dinge aufeinander. Thorsten ist jetzt drin, der ist bekannt für unerwartete Snitch-Catch. Bonn hat auch. Sorry. Ja, sorry, Bonn hat wieder 80-60. So. Tief. Die wollen das. Hönig hier vor der Kamera gegen Schung. Und holt sich den Blatscher. Richtig stark gemacht. Sehr gut. Und schön den Sieger rausgeholt. Oh, das ist richtig viel auf dem Schön von Hönig, sehr der schön. Beat. Da hat er einmal nicht aufgepasst. Nice Verteidigung hier von Harun Omar. Sehr gut verteidigt. Und jetzt hat er diese kurzen 5 Sekunden alleine am Schnatz. Oh, das kann auch gefährlich werden für den Spieler. So. Nummer 3, beide wieder Beat. So, Sarah, du schaust ein bisschen auf den Schnatz und ich schaue ein bisschen aufs Scoring, sonst machen wir ganz viel durcheinander, aber es passiert halt rechts und links zu viel. Patrick van Halem kriegt Troll einfach nicht runter, die stehen immer noch, Mann. Zimpelmann ist zurück für Bonn. Er will das doch nochmal versuchen. Und der Thorsten hält sich zurück.
Schöner Reset hier. Harun Oma mit dem flachen Bodenpass per Hand, per Fuß. Pleska mit der Deception. So, Bonn hat jetzt die Blase um den Schnatz. Zimpermann wieder alleine am Schnatz. Halle macht das 80-70. Zimpermann ist Beat. Und kein Beater. Thorsten hat eine Chance. Oh, da hat er die Socke fast gespürt. Bürgers macht hier erstmal Thorsten raus. Hier wird aufgepasst. Zimpermann wieder alleine am Schnatz. Und der Schnatz wird auch aggressiver. Am Arm von Zimpelmann wird er zur Seite geschleudert. Groups down. Ja. Groups down. Okay, Oma, gibt es eine Karte? Wird das eine Delay-of-Game-Karte? Ja, das sieht ganz genau so aus. Leander Troll sieht das anders. Da will er noch ein bisschen mit Jasmin reden. Der versteht da keinen Spaß. Das wird eine Karte. Wir sind hier auch im Finale. Hier gibt es nicht mehr viele Warnungen. Nee. Hier wird direkt in Farben gesprochen. Ja. Blau. Leander Troll jetzt als Keeper. Junge. Zimpelmann 70-80. Immer noch alleine am Schnatz. Ja, die Bonner machen das ein bisschen besser. Die haben da eben die Blase um den Schnatz kreieren können. Jetzt gibt es erstmal ein Timeout. Also Darmstadt gerade rechtzeitig vor Schnitz und Pitch. Danke, Sarah. Großer Gott. Gerade rechtzeitig dafür noch in die Swimrange gekommen. Wenn ich dich nicht hätte, Sarah. Und die sind sehr stark. Genau, eben. Jetzt holen langsam die Point Differential immer näher auf. Jetzt sind noch ein Tor hinten. Und es würde mich wundern, wenn das hier in die Overtime gehen würde. Ich glaube, das bleibt genauso, wie es jetzt ist, auf Augenhöhe. Und der Schnatzfang wird es entscheiden. Und dafür ist dieser Sport auch bekannt. Und genauso soll es eigentlich im Finale sein. Vincent, hast du Bock? Wie geht's dir? Vincent hat Bock, jawohl. Ja, super. Was man hier aber sehr schön sieht, ist, dass die Darmstädter in ihrem Chaser-Game sehr, sehr stark sind. Und sobald die Beater von Bonn nicht damit ganz mit drin sind, nutzen die ihre Chancen sehr gut. Ja, ich frage mich auch, ob Bonn überlegt, hier vielleicht alles auf den Schnatz zu setzen, schnell das Spiel zu beenden oder vielleicht eher das Quaffer-Game zu favorisieren. Momentan sieht es eher nach dem Schnatz aus. Die Blase steht. Zimpelmann hat Zeit. Bürgers räumt ab. Und Zimpelmann macht Tor 80-80. Nochmal. Und jetzt ist genau diese Stelle. Jetzt kann Darmstadt punkten. Das Quaffer-Game eindeutig, das lassen jetzt die Bonner sich ein bisschen abgeben. Aber dafür haben sie halt die Kontrolle über das, was in der Nähe des Herren in Gelb passiert. Motte Müller lässt sich da nicht beirren, kämpft da weiter, kann sich lösen. Thorsten sieht seine Chance, aber nur eine ganz kurze. Wichtiger Beat von Motte. Zimpelmann wechselt wieder aus. Oh, das macht sie clever. Sie nimmt da auch den Schnatz als Hindernis für den gegnerischen Beater. Hanna Große währenddessen links vorne kann durchziehen. Abgelegt auf Oma Harun. Harun Oma, Menschenskinder. Pleska fängt ab. Jetzt wird geklärt. Auf jeden Fall. Die Nummer. Welling hier für die Bonner. Relativ neuer Spieler. Ist auch ihr jüngster Spieler, aber voller Der kann sich jetzt unsterblich machen. Der kann sich genau jetzt unsterblich machen. Atme tief durch, Welling. Überlege dir gut, wie du da dran gehst und dann ziehst durch. Er ist in Gefahr und er ist gebietet. Die Blase schwächt. Oh! Guter Versuch. Das ist wirklich das Beater-Duell hier direkt um den Schnatz, das hier alles klar machen möchte. Hinten die Chaser laufen ein bisschen um die Hoops rum. Aber es ist wirklich ein fast pures Chaser-Game geworden. Ja, eben. Wirklich sehr wenig Interaktion. Ja, natürlich, die Beater wollen hier alles auf den Schnatz setzen. 80-80, der Schnatzfang entscheidet hier alles. Jetzt hier die schwierige Situation. Also an sich, Rhinos ein bisschen näher und länger am Schnatz. Sehr viel mehr. Ja. Die One-on-One-Time, die ihre Seeker mit dem Schnatz haben, das ist... Davon kann Darmstadt gerade nur träumen. Pleska zieht an. Hat rechts Ziranek. Geht alleine durch, macht es. 90-80. Bonn braucht den Catch. Langsam aber sicher im Quaffel-Game geht es hier auseinander. Müller und Bürgers halten auch diese Blase. Eldieb. Kriegt seine Chance. Er war gerade schon sehr nah dran.
Ich mag das an ihm. Er kann sehr tief rangehen. Er hat einen tiefen Körperschwerpunkt, geht da tief an ihm ran. Vincent Fröhlich nutzt es aus und gibt ihm dann einen Schubs mit. Da kann er nämlich nicht mehr an die Handgelenke. Da muss er ihn ein bisschen wegschubsen. Ja, und das kann er wiederum ausnutzen beim Fallen. Ja. Ja. Aber das ist ein erfahrener Schnatz. Er zieht die Besen weg, genau. Wenn man da nicht aufpasst. Hier Brooms down. Hannah Große hat ein bisschen zu spät gepasst. Quarter Turnover, ganz normales Ding. Kann sofort weitergehen. Und weiter geht's. Beim Snitch gibt es natürlich die 3-Sekunden-Regel. Aber... Und da ist ein Beat in der 3-Sekunden-Regel. Ja, völlig okay. Wetterich macht das echt clever. Absolut erlaubt. Und man weiß, dass die Seeker sich gerade nicht bewegen werden. 180. Und der Seeker wieder ab. Oh, 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 oh. Oh, das. Foulcore gegen Leon Bürgers und der will nicht, kann nicht verstehen, was da passiert ist. Ja, ich glaube, er wird sagen, dass er versucht hat, jemanden zu bieten. Aber ich meine, das ist sein Job. Du meinst, der nicht gebietet werden durfte? Nein, jemand, der da schon lange nicht mehr war. Oh. Ah, okay, alles klar. Also da sind ein paar Darmstädter Spieler langgelaufen, aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt argumentieren, dass das ein gezielter Wurf war. Okay, alles klar, mal gucken, was die Refs entscheiden. Es gibt jetzt hier die guten alten Wasserflaschen, die an alle Spieler verteilt werden. Egal, ob da jetzt rot oder grau auf der Brust getragen wird. Schönes Teamfeeling. 180. Bonn braucht jetzt ganz dringend den Catch. Eigentlich, sehr, ich muss sagen, an ihrer Stelle hätte ich mich auch so entschieden. Ich hätte versucht, einfach diese Blase um den Schnatz rum zu machen. Vor dem Spiel komplett ignorieren, aber Darmstadt scheint da ein bisschen mehr Profit rausschlagen zu können. Ja, da müssen jetzt, das ist Darmstadts Stärke. Die haben sehr gute Chaser und Bonn verlässt sich doch sehr auch auf ihre Bieter. Genau, also halt in der Offense, die sind da halt, was heißt verlassen? Also du hast einerseits ja, natürlich, jetzt sehen wir, dass sie das hier damit bezahlen mit Toren. Aber es ist eben eine gute Symbiose, die sie eingehen, wenn da eben die Speeder- und die Chaser-Koordination gut abläuft. Natürlich ist es für die Offense gut. Jetzt hier, ganz viel richtig, wie du sagst, das kostet sie Punkte. Oh, für Sliding. Sliding, okay. Weil der andere Bieter schon mit der Hand Richtung Ball war. Okay, alles klar. Also wenn ich bei euch daheim wäre, dann würde ich jetzt vielleicht nach dem Spiel ein bisschen mal auf die linke Pfeiltaste drücken, gucken, was da passiert ist. Timestamp, genau. 25, 20 ungefähr. Dann schauen wir mal, was da war. Ich würde fast tippen, dass er mit den Füßen zuerst gerutscht ist. Ich habe nur gesehen, dass er gerutscht ist. Oh, das ist bitter. Ein Bieter weniger in dieser kritischen Phase. Motte Müller muss das jetzt alleine stemmen. Blatscherkontrolle jetzt auch bei Darmstadt. Komm, Ildip, jetzt oder nie, jetzt oder nie. Jetzt ist die Minute. Er verteidigt. Wissen Sie, dass es 10-80 steht? Wissen Sie das? Oh, clever von Wetterich. Oh, sehr schön. Jetzt kann er in Ruhe. Thorsten hat hier seine Chance. Nicht, dass der Snitch jetzt out of bounds ist. So, Pleska will jetzt hier aber auch das 30. Unterschied machen. Ist aber runtergebracht. Oh. Stark, die Chaserin hier nimmt ihn runter. Oh! Was ein Beat! Shut it down! Was ein Beat! Und was ein Tor danach. Ey, wenn das nicht das Finale ist, was ist es denn dann, Mensch? Schöne... Hanna Große setzt nach, aber davor Wetterich mit einem unfassbar geilen Ding auf die Fußgelenke von Troll. Darmstadt jetzt endlich auch am Schnatz. Beide Sucher wieder Beat. So, und jetzt kommt auch die Defense von den Rhinos wieder in Schwung. Von wegen, das macht Darmstadt alleine, 100-90. Jetzt gibt es eine Darmstädter Blase um den Schnatz. Ganz absolut richtig, genau. Thorsten hat ein bisschen Zeit. Aber er hat den Zimpelmann im Auge. Und da kommt der Bürgers und die Blase ist geplatzt. Oh, schön von Bürgers. Und Zimpelmann war an. Er hat die Socke wieder losgelassen. Er sagt auch sofort, nein, nicht gut. Alles klar. Hat die Socke losgelassen. War dran. Es war ein wunderschönes Ding. Oh, ich stehe auf diesen Aufschrei, wenn das Ding hier sich von der Hose von Vincent Fröhlich löst. So, langer Ball von Nahlen. Auf Tiranek, ein bisschen schludrige Übergabe. Zimpelmann ab. Aber... So, Pleska zieht durch. 110-90. Das ist richtig clever, wie die Bonner Bieter einfach mal den Snitch missbrauchen als wandelndes Hindernis. Das ist echt schlau, das habe ich noch nie so wirklich wahrgenommen. Ist das aber ist, richtig clever. Das ist richtig schlau. So, Hönig und regelt. Sabrina Hönig mit dem wichtigen Beat gegen Zimpelmann. Wunderschön. Jetzt wieder eine Bonner Blase. Währenddessen versucht Elster hier viel zu scoren. Punjai passt auf Sitter. Zimpelmann alleine am Snitch und schon gebietet.
ganz wichtig. Christian Pleßke mit ganz langen Armen immer wieder dabei, die Pässe abzufangen. Nummer 11, Thorsten, wird auf Abstand gehalten. Simpelmann wieder alleine am Schnatz. Ja, Mann! Was ein Tor! Von wo war das denn geworfen? Das war von ganz hinten geworfen. Und Haalem mit der 180-Grad-Drehung. 180 Alley-oop, Mann. 120 zu, laut da hinten, 80 hier, 120 zu 90. So oder so, Overtime. Ey, Mann, Haalem, warst du bei Ballett oder bei Rugby? Ich weiß es gerade nicht. Pirouetten drehen da. Mann. Ich wäre kurz vorm Fluchen. Bonn hat es auch mitbekommen. Sie verteidigen. Harun verteidigt den Schatz. Ja. Und es gibt schöner Dodge von Bunyai. Übergabe auf Sita. Das muss jetzt reingehen. Schönes Tackle. Aber keine Bieterunterstützung. Alle Bieter unterwegs. 120 zu 90. Ball bei Darmstadt. Junge, Junge, wie sie es einfach komplett drehen kann mit dem Schnatz auf dem Feld. Komplett andersrum. Von einem 40-Punkte-Rückstand, 30 vorne, 70 Punkte gemacht. Und was sehr interessant ist, keine Bieter mehr am Schnatz. Die sind alle wieder im Chaser-Game. Ja. So. Zianek mit dem Ballverlust. Rhinos können jetzt hier was landen. Leon Bürgers überall zeigt gleich Chaser und Quaffel-Game. Quaffel und Quaffel-Game. Alles auf einmal. Macht langsam nicht mehr mit. Sarah, es ist wirklich das so. Ich kann dich voll verstehen. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll gerade. So, jetzt gucken wir mal auf Sitter hier. Sitter. Wird der Ball aus der Hand geschlagen. Aber ist geklärt. Pleskamp. Ist geklärt. BS wieder bei Darmstadt. Die Frage ist, helfen Sie jetzt kurz Ihrem Sucher? Ja, jetzt Sabrina Hönig nähert sich da. Harun. Und von hinten, Harun ist weg. Aber der kann auch gut ausweichen. Auf jeden Fall. Das ist einfach klasse, wie ebenbürtig sich diese beiden Teams sind. Absolute Creme de la Creme des deutschen Quidditch stehen sich gegenüber Haalem. Und ein weiteres Tor. Und Thorsten hier wendig wie sonst was. Am Schnatz. Harun wieder als Defensive Seeker. Und die Bieter kommen bei dir ins Quaffel-Game rein. Auf jeden Fall. Ey, danke schön, dass du sie mir abgegeben hast, Sarah. Währenddessen hat hier Vincent Fröhlich den Gefallen getan und eine Hand abgenommen. Eine Hand auf seine Brust genommen. Wir sind im Handicap. Ja. Hier, Sitter, linke Seite. Langer Ball. Das sieht Miyagi. Bürgers wichtiger Beat auf Wetterich. Keine Bieter jetzt der Call. Wieder da. Guter Call. Jetzt versuchen die Bonner Bieter nicht einmal den Seeker rauszunehmen, ja, weil sie wissen, wir sind vorne gebraucht. Wir werden gebraucht. Es wirkt ein bisschen ruhiger, aber es ist einmal die Ruhe vor dem Sturm hier. Ja. Quaffel über links nach rechts. Schön gelaufen, Hanna Große. Richtig stark gelaufen. Bam! Der war drin. Schönes Tor. Und die Darmstädter sofort. Es gibt keine Blatscher. Doch, jetzt gibt es einen. Doch, Chung ist da. Aber auch sie kann so einen Pass nicht werfen. Nicht abwerfen. 140. Sie kann vieles. 90. Aber es ist sehr erstaunlich, wie schnell sie da bereit war. Ja, eben. Hat den Pass sofort von Bürgers bekommen, war bereit. Und dann Pleske auf ihrer Seite. Und dann hat Jana einfach viel zu viele Gegner da. Ihre Mitspieler dazwischen. Haalem hat genug Zeit, das zu verwerten. Und jetzt doch schnell. Harun wird schnell gewechselt. Alles klar. Oh, schön, Große. Beat dran vorbei. So, Kruse, jetzt hier als Defensive Seekerin. Die ist aber auch verdammt, ich habe die gesehen, die ist richtig stark im Tackle. Die würde ich hier als gute Defensive Seekerin einschätzen. Sie wird auch oft unterschätzt. Ja, das glaube ich. Manchmal sieht man auf die Größe und dann sieht man, dass da noch mehr dahinter steckt, auf jeden Fall. Jetzt hier Sebastian Bleischwitz. Dran versucht er jetzt ranzukommen. Ja. Hat auch dieses schöne Hechten um alle beide herum. Ja. So, Hönig, jetzt wichtig, ist dass seine ist eine Chance. So, seine Bleischwitz. Chance. Komm schon, Bruder, mach das, komm. So, die Rhinos müssen da jetzt aufräumen. Da ist sofort wieder Kruse super dazwischen. Ja. Sofort, kein einziger Zentimeter Platz hier. Und sofort auch schön begrenzend. Ey, das macht sie richtig stark.
So, und das wieder das Kochenspiel ruhiger. Aber Nummer 7 versucht, wird geklärt. Ja, Troll wird abgeräumt. Es ist unglaublich wichtig. Ich glaube, hat Pleska sich schon mal ausgewechselt? Ja, zwischendurch. Ja, okay, ja, alles da. Ansonsten wäre schon fast übermenschlich. 2 Minuten aus, durchgeatmet, ja, und dann jetzt sofort muss rein. Er auch, glaube ich, raus. Das hat gut Energie gekostet. Ja. Und die Minute, die er alleine hatte, ist vorbei. Und sofort wieder Third Handicap. Und drittes wird Handicap gewechselt. So, Reinus verteidigt das Ding jetzt. Thorsten ist wieder da. Aber Bürgers räumt hier auf. Gut verteidigt. Die Reinus sind nicht außerhalb dieses Spiels. Wir haben gesehen, gerade im Spielplatz 3, wie lange so ein ganzes Ding drehen gehen kann. Da ist noch ganz viel Quidditch zu spielen, wenn die Reinus das wollen. Und das wollen die. Komm, Troll. Aber jetzt zeig mal deine Drives, Bruder. Ich weiß, du kannst das. Aber die Frage ist ja auch, wer da gegenübersteht. Ja, Patrick van Haarlem. Aber Bürgers ist an deiner Seite. Mit dem an deiner Seite kann es doch was werden. Ich weiß aus guten Quellen, dass die Darmstädter auch gut tackeln können. Ja. schön. Pech gehabt bei der Übergabe. Knick. Und läuft. Keine Bieter. Oder doch von hinten einer. Lieber auf Nummer sicher. Bei Bürgers kann man sich auch nicht sicher sein, dass er nicht einen doch noch trifft. Wir haben es gerade gesehen, Wetterich und Bürgers haben hier ein Schauschießen gemacht. Ey, ich wünschte, wir könnten das alles in kleine Snippets machen. Das waren richtig lange Dinger. 15, 20 Meter da dazwischen und richtig schön auf die Fußgelenke, auf die Rücken. Fantastisch. Darmstadt allein am Schatz und schon wieder vorbei. Ey, das macht große, guck mal, wie sie da den Körper dazwischen bringt. Da muss sofort das Sabrina Hönig kommen. Und das schlaucht. Und Darmstadt wieder alleine und Starkmann. Ich glaube, da habe ich sogar schon ein bisschen Ratschen gehört, oder? Ja, was Thorsten sehr gut kann, ist, wenn er weiß, dass es ein Handicap gibt, dann geht er auf das Handicap. Die Seite nimmt er. Guck mal, Gruse schnauft, aber es macht sie richtig bockstark da, meine Herren. So. Puh. Oh, es gibt eine Anzeige. Braucht er nicht. Nee. Zippelmann hat hier den Ball. Drin ist das ganze Ding, 140-100. Sie holen wieder auf. Thorsten spart sich seine Kräfte, er wartet, bis seine Bieterin kommt und dann geht's wieder los. Ja, das ist ja, er kann Witzefried nicht mehr viel machen. Er muss auf einem Punkt stehen bleiben, kann ihn wegschubsen. Darmstadt macht es halbwegs geschickt. Und wieder das da. Ist die Zeit. Nice! Gute Interception von Zimpi. Und schön zurück. Aber da ist jemand. Saustarke Verteidigungsaktion von Zippelmann. Richtig bockstark. Und es wird der Punkt für den Snitch gesprüht. Alles klar. Wir gehen demnächst ins nächste Handicap, würde ich sagen. Ja, der ist jetzt ja da. An dem Punkt muss er sich ungefähr aufhalten. Nicht nur ungefähr so. Er muss wirklich da bleiben. Und Kruse hat jetzt einen richtig krassen Job vor sich. Sie traut sich nicht mal, das High Five anzunehmen von Pleska. Die nimmt ihren Job richtig ernst. Körper dazwischen. 140, 110! Wir würden jetzt in Overtime gehen. Und sofort sind die Bieter wieder da. So, Pleska. Hat ihn! Ein langer Arm. Da waren die Reinos wieder drangekommen. 140, 110 und dann kommt Christian Pleska. Nimmt natürlich alles aus, was er hat. Seine langen Arme, die Unbeweglichkeit von Vincent Fröhlich, dass der Arm fehlt, windet sich zum Rum und greift nach dem Schnatz. Wunderschöner Catch. Ey, Junge, das war ein Spiel. Also ich muss sagen, das kann natürlich nochmal anders enden, aber ich muss sagen, das sah für mich schon verdammt gut aus. In der Position kann der Schatz mehr viel machen, auch nicht mehr viel machen, was irgendwie faulwürdig wäre. Das sah rechts clean aus. Es war auch kein anderer Sucher mehr da, den er hätte irgendwie angehen können. Junge, das war richtig stark gemacht. Kruse entschuldigt sich sogar, glaube ich, noch, dass sie das High Five nicht angenommen hat. Da musste ich nicht entschuldigen. Hat verdammt stark die Fans gesiegt. Hätte nicht mehr viel gefehlt. Sie waren jetzt dran, das war jetzt der Moment. Und er ist gut! Darmstadt verteidigt seinen Titel! Wir haben einen neuen alten deutschen Meister, die Darmstadt Athenas. Respekt. Auf jeden Fall. Zum Glück haben wir nicht um Geld gewettet. Ist so. 170 Sterne zu 110. Da kommt das Geklatsche. Das da Darmstadt. Geiles Spiel, geiles Turnier. Das ist nicht geile Leute. So Leute, jetzt badet mal ein bisschen in dem ganzen Ding hier. Wo ist der Sekt?
Mann. Also ich glaube, von uns will jetzt hier eigentlich keiner mehr was hören. Wir können jetzt einfach unseren neuen alten Meister, die Darmstadt Athenas, feiern. Rhinus Bonn, ein unfassbar geniales Finale wurde uns da geliefert. Dankeschön fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank. Genießt die Bilder noch. Ihr haut euch das rein und wir hoffen, dass wir euch nochmal in Bälde auch auf dem Feld sehen, wenn wir nicht auf dem Screen sind. Schaut bei Bamberg vorbei. Geht auf deutscherquidditch.de, informiert euch über Quidditch. Teilt dieses Video, das war ein geiles Finale, kann man ein bisschen mit angeben. Passt auf, das war Philipp Stolz. Und Sarah Kempf. Danke euch vielmals. Vielen Spaß noch.